Wo führt das hin? Ich weiß es nicht. Das bestimmen auch wir jetzt mit unserem ersten Gast. Ja, wer ist das? Ach so, Ilja Richter, meine Damen und Herren. Hallo. Ilja Richter ist der erste Gast. Und zwar... Und ich muss sagen, ich darf mal emotional werden. Ich schätze diesen Mann als Künstler zutiefst. Umso mehr bewundere ich seine Souveränität, dass wir zunächst mal in die Vergangenheit absteigen. Nanu. Am 13. Februar 1971. Vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren. Was begann da? Ich kam in eine öffentliche Anstalt und da blieb ich dann 12 Jahre. Ja. Das klingt so nach Gittern hier. Ach, das will ich so nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, was so eine geschlossene, also was so eine Anstalt bedeuten kann, wenn man da einfach reinkommt, nichts ahnt, dass man da mal vielleicht eine Popshow macht und dann bleibt man auf einmal. Ja gut, aber die Popshow namens Disco war erfolgreich. Tragödien sehen anders aus. Ja. Davor, also ich erinnere mich als jemand, der geringfügig älter ist als die meisten, gab es noch 4-3-2-1 Hot and Sweet. Ja, ja. Ich habe mit 16 habe ich meine erste Popshow gemacht und ohne Hot and Sweet hätte es keine Disco gegeben. Hot and Sweet war so mit Flower Power 1969, 70, war das so richtig mit Flower Power und es ist alles gelöscht worden. Diese Sendung gibt es nicht mehr. Nein. Ja, alles weg. Da waren die Bee Gees drin und also unglaublich, wer da alles aufgetreten ist. Stuart, bei dir ist aufgetreten in der Ecke Nachwuchs, Talentschuppen. Marius Müller-Westernhagen. Ja. Weiß ich noch sehr genau. War ich ganz fasziniert von dem, von dem Kollegen. Und es gab auch eine Disco ganz früh, da war ein gewisser Elton John drin. Ja. Und ich habe mich ja nie als Musikfachmann gesehen und bin auch keiner. Aber da hat ein Journalist gesagt, was glauben Sie wohl? Was könnten Sie sich vorstellen, was halten Sie von dem? Der saß da am Klavier und spielte. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, da, von dem hören wir noch was. Ja. Ja. War doch aber, und ich bin kein Musikfachmann. Jetzt ist natürlich die Frage, die auch die Jüngeren interessiert, die das nicht mehr haben sehen dürfen. Es gab Rituale in der Sendung. Rituale sind ganz wichtig im Leben, aber auch im Fernsehen. Ja, das Begrüßungsritual. Ja, ja. Du? Wie jetzt? Nein, ich nähere mich journalistisch behutsam dem Thema. Doch, 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 doch. Also, du hast in das dich anbetende Publikum gerufen. Ja, ich habe einfach einen Kompromiss geschlossen. Ich wusste, einerseits war das eine Sendung für junge Leute und andererseits wollte ich ja immer ein Herr sein, ein Gentleman. Ja. Und er hatte das irgendwie so immer am Montagabend, ne, bevor Karl Eduard von Schnitzler losschlägt, haben wir ja immer, ich geprägt von meinen alten Eltern, aus der Uferkiste die alten Filme angeguckt. Und ich habe gedacht, ein Gent muss so sein wie so ein Mann im Nadelstreifen, der sagt, hallo kleine Frau. Ja. So allein und so. Und nun habe ich diese Popshow moderiert. Und da habe ich eben einen, habe ich diesen, diese Begrüßung war eben eine Symbiose. Ich habe eben gesagt, soll ich mal? Mama. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde! Hallo, Kinder! Und gleich am Ende habe ich dann auch noch einen, sozusagen einen Schluss gefunden, eine Lösung für mich gefunden. Einerseits ein Gent zu sein, zu siezen und doch zu duzen, indem ich gesagt habe, irgendwie, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Seien Sie doch bei uns und bis zum nächsten Mal bleibe ich dann, wie immer, tschüss, euer Ilja. Sehr gut. Und das war eben dann da diese Lösung. Da wurden alle mit da habe ich das dann eben gesehen. Und so... Auch unter dem großen Staunen des Redakteurs Dr. Klaus Weising, der die Disco erfunden hatte, der aber nicht damit, damit gerechnet hatte, dass diese Mischung eines jungen Mannes, der irgendwie den Konfirmandenanzug vielleicht ein bisschen zu lang trägt und der nun aber seinen Pop hinhält, aber sich niemals so anzieht wie die Gäste, die er präsentiert, dass das nun so eine Breitenwirkung hat. Denn das hatte dann später 20 bis 25 Millionen Zuschauer. Und ich glaube, Tränen lügen nicht. Ja, ja. Aber ist es nicht so, dass man eigentlich in den Medien ja solches nicht mehr los wird? Also das heißt, wenn Sie vielleicht früher gewusst hätten, dass Sie nach 40 Jahren das immer noch machen, hätten Sie sich dann vielleicht was anderes ausgedacht? Dann hätte man vielleicht vorausschauen, das ist ganz wahnsinnig schlau. Naja, ich habe es ja nicht 40 Jahre lang gemacht. Ich habe es ja 12 Jahre lang betrieben. Und zwei Tage vor meinem 30. habe ich dann zum letzten Mal Tschüss, euer Ilja gesagt.
Und jetzt, was, Katrin? 40 Jahre. Ja, ja, das war eine kühne Rechnung. Also 40 Jahre habe ich das nicht gemacht. Nein, ich habe aber jetzt kommt die Antwort auf die Frage, ob es immer wieder, werde ich gefragt, ob mir das auf die Nerven fällt. Tschüss, euer Ilja, hallo Freunde, Licht aus Bottrop. Und meine Antwort ist eben eine Tournee anlässlich des Geburtstags von Disco, 40 Jahre Disco. Ich gehe zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben, ich war oft auf Tournee mit Theater, aber ich gehe zum ersten Mal in meinem Leben, 2 Jahre vor meinem 60. Finde ich, ist das ein gutes Timing. Bravo. Mit Disco auf Tour. Ja, bravo. Und wir müssen natürlich der schöneren und jüngeren Barbara sagen, du weißt auch nicht, wonach du in 40 Jahren gefragt wirst. Nee. Sie haben doch mit dem Meyer-Burckhardt damals. Ja, ja. Ich habe auch anderes gemacht. Ja, ja. Nee, das war am besten. Ja. Wir schauen mal das Original, wir machen mal einen Rückblick. Disco, Es kommt von ganz oben. Naja, Sie wissen ja, Herr Richter. Meine Damen und Herren, wir haben da was vorbereitet. Hier ist wieder Ihre Disco mit internationalen Gästen. I'm crazy like a fool. I believe in miracles. Where you from? Lay back in the arms of someone. Um die Wette, selbst bei Gegenwind 1000 Mann. Ha! Bin Notdisco-Schwester und sitz nur dumm rum. Seit Jahren denken Sie, es fällt hier mal ein Künstler um? Oh no no. Oh no no. Während die Mats lief, hatten Barbara und ich größte Mühe. Katrin saß auf dem Außer Rand und Bank. Außer Rand und Bank. Was löst das in Ihnen aus? Erinnerungen an die Zunge, an den Osten. Aber das waren jetzt ja eigentlich nicht direkt eine Ostsendung. Und ich habe es im Osten geguckt. Und ich war eine verbotene Frucht des Ostens. Ich wurde sehr gern. Ist das nicht herrlich, eine verbotene Frucht zu sein? Ja, oh ja. Da möchte ich auch wieder hin. Ja, aber nur aus unseren Augen war es die verbotene Frucht. Und die habe ich gesehen und das war wunderschön. Und immer wenn der Gasmann kam, dann klick, mussten wir ihn, also spät kam der natürlich nicht, ne? Aber was heißt, wenn der Gasmann kam? Naja, der kam, der kam am Tag, aber ich meine jetzt im übertragenen Sinne, wenn wir Barbara kennt das nicht mehr. Es gab den Gasmann, so wie den ach so, was ist der das ablas. Ja, das war den gibt es immer noch. Ja, ich weiß gut, nicht, wir heizen mit Öl, aber auf wenn der Gasmann zweimal klingelt, wenn der mich. Genau. Matthias Obtenhövel, wie haben Sie das, Sie waren klein. Ich war sehr klein. Ja. Sehr klein. Ich saß damals immer in meinem Frotte-Schlafanzug. Das habe ich oft gehört. Ja, das ist aber auch so. Kommt aus. Wir sahen alle gleich aus. Eine Nation von kleinen Frotte-Mänteln. Natürlich. Da wurde die Leberwurststulle geschmiert und dann auf die Uhr gucken, Disco fängt an. Warst du in Marianne Rosenberg verliebt? Ich war tendenziell in alle Frauen verliebt, die bei der Disco aufgetreten sind. Besonders in die Background-Sängerin von Genghis Khan. Das sei dir heute verziehen. Waren Sie in Marianne Rosenberg verliebt? Ich war in viele Frauen verliebt und bekam dann Marianne Rosenberg. Das ist doch nicht so schlecht. Das ist ein guter Deal. Haben Sie das auch miterlebt? Also ist das für Sie auch relevant gewesen, Disco zu gucken? Also jetzt, wo ich das gesehen habe, ist das in meiner späteren Zeit. In meiner Jugendzeit, diese Musik liegt ganz weit hinten, die kennt sicher heute keiner mehr. Aber Sie kenne ich als so junger Spund. Ja? Ja. Und haben Sie auch vorm Fernseher gesessen und die Bee Gees angehört? Ja, da hatten wir doch keinen Fernseher. Nein, wir haben das auf der Platte gehabt und wir haben das im Radio gehört. Und wie haben Sie mich dann wahrgenommen, ohne Fernseher? Auf der Platte? Wir gingen zu Nachbarsfernsehen. Ah, okay. Ja. Wir hatten keinen Fernseher angeschafft, weil wir unsere Kinder ohne Fernsehen erziehen wollen. Das war natürlich der größte Quatsch. Und dann ging man zum Nachbarn. Ja, und dann waren wir alle weg. Das macht man doch heute. Also wurde dann doch alle fernsehsüchtig geworden, wahrscheinlich. Ja, dann haben wir dann doch noch einen Fernseher. Aber das war also... Das war ja eine wahnwitzige Sache. Es war die Purple da, es war Elton John. Aber da waren die Abbas dabei. Es war Abba da, es war nahezu Abbas Marianne Rosenberg. Es war hier mal gerade Unruhe unter den Damen rechts und links, weil ein Nichtwissen war, dass es eine private Beziehung zwischen Marianne. Ja, 5 Jahre lang, ja. Das geheim und
Also erstmal auch noch mal so geheim, dass auch der Papa das nicht wissen durfte. Welcher? Papa Rosenberg. Mhm. Meine Eltern wussten das. Es ging sehr streng zu im Hause Rosenberg. Und die Geschwister aber, Marianne hat ja viele Geschwister, die wussten das alle. Und dann so nach 3 Jahren haben dann die beiden Familien sich Familiengipfeltreffen. Also meine Mutter hat ein bisschen nachgeholfen und dann waren wir auch offiziell, aber nicht für die Presse. Wir haben also auch da noch 2 Jahre waren wir dann zusammen. Und übrigens zusammen, das ist ein komisches Wort. Man war jetzt nicht, wenn man, also zu diesem Zeitpunkt, wir waren nicht zusammen und hatten eine Wohnung. Das war alles wirklich sehr ordentlich. Da war die Familie Rosenberg, da war Familie Richter. Man fuhr auch gemeinsam in Urlaub und man musste sehr viele Rituale einhalten. Denn Otto Hallo Marianne. War Hallo Ilja. Ja, ja. Ja. Und so entstand dann auch, ja, er gehört zu mir, wie man, naja, ist ja egal. Aber ist es ein bisschen, es erinnert mich fast ein bisschen an Stefanie Hertel und Stefan Ross, sage ich mal, zwei junge Menschen im Showgeschäft, sehr junge Menschen im Showgeschäft, denen man vielleicht auch die Karriere nicht verbauen möchte, wenn sowas offiziell würde, oder? Ich glaube, es ist wirklich so gewesen, ganz ulkig, es hat mit der Karriere gar nichts zu tun, Otto Rosenberg war sehr streng. Okay. Und Otto war, das ist ja heute gar kein Geheimnis mehr, war ja ein Zinto. Mhm. Zigeuner darf man nicht mehr sagen, mhm. Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber so. Ja. Und da dürfen die Mädchen ja ganz wenig und die Jungs dürfen alles. So was soll es geben. Und insofern war das dort bei Familie Rosenberg. Aber sie waren doch Junge. Hätte man nicht so argumentieren dürfen. Ja, aber ich war dürfen. Ja nun aber... Ja, ja, aber Zinto. Sie verstehen, ja? Ja, ja. Also das ist also nicht so einfach ja, ja. Gewesen. Was war der Musikgeschmack des Ilja Richter damals? Damals war er ganz geprägt davon, 20er Jahre, 30er Jahre, Old Fashion und Jazz und Musical-Melodien. Und je älter ich werde, desto mehr summe ich die Melodien, die Hits, die ich präsentiert habe, weil ich einfach merke, das holt mich ein. Und jetzt, wo auch sozusagen gar kein Zwang da ist, dass ich sage, jeden Monat, das war ja auch irgendwie auch ein, jeden Monat das machen und so weiter. Und ich hatte übrigens auch keinen Einfluss auf das Musikprogramm. Ich hatte Einfluss auf die Sketche, ich hatte Einfluss auf die Gäste, Sketchgäste. Aber jetzt zum Beispiel die Tour zu machen und zu sagen, ich hole mir Middle of the Road, das tue ich nämlich, ich hole mir Harpo, ich hole mir Chris Andrews, und wie gesagt, ich bin 2 Jahre von meinem 60. Da kriegt das Ganze so was Entspanntes, so was ganz Schönes. Wer in der Runde? Anders. Wer in der Runde weiß noch den großen Hit von Chris Andrews? Der hat was mit gestern zu tun. Yesterday. I'm your yesterday man. Dum, 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 dum. Es ist ja, schön, Kinder. Dass wir uns vorbereitet haben. Ja, wir haben uns vorbereitet. So war das damals. Ich weiß sogar, wie der Song von Harpo ging. Movie Star. Hey. Aber ich habe auch nach wie vor bei Marianne, ich habe Marianne wieder in einem Konzert gehört. Das ist unwahrscheinlich, immer noch diese metallischen Höhen, immer noch dieses, also auch dieses na 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 na, dieses na 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 na, na, na. Lieder der Nacht. Für uns gemacht. Und dann entscheidend, warten Sie mal. Ja, jetzt, ja. Ganz entscheidend ist immer dieses Lieder der Nacht. Für uns gemacht. Und dann, aha. Also dann immer, deine Macht so viel bedeutet. Und dann dieser Bogen. Dieser Bogen dann am Schluss, diesem Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das ist ja. Eingestellt. So, und dann Lieder der Nacht. Und dann kam das ganz Entscheidende, unbedingt dringend Notwendige. Nacht. Buh, buh, buh. Das darf man nicht. Ich habe zu Beginn des Gesprächs Ihre Vielseitigkeit gelobt. Das ist schon aber ich fühle mich bestätigt. Ilja Richter. Danke.